Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ausgepackt und angefasst Video. Leider noch mit altem Drehteller, dafür aber schon mit einem neuen Gehäuse. Taufrisch gerade eben reingebracht von DHL, das Ronin von Bitfinex. Das Ronin soll in die Fußstapfen des Shinobis treten, eines doch relativ erfolgreichen Midi-Towers, der vor allem durch einen Mix aus ordentlicher Ausstattung, einem moderaten Preis und einem ganz dezenten und damit ja, verkaufsfähigen Design punkten konnte. Das Ronin, man sieht es hier schon auf dem Karton, hat durchaus eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten mit dem Shinobi, aber, und das werden wir auch gleich zeigen, es gibt auch einige entscheidende Verbesserungen. Um euch die vorführen zu können, muss ich das Gehäuse hier nur noch kurz aus dem Karton rausholen. Auf den ersten Blick zeigen sich schon deutliche Ähnlichkeiten zum Shinobi. Wir haben auch hier beim Ronin wieder eine Soft-Touch-Oberfläche. Das heißt, der Kunststoff, aus dem Front und Deckel eigentlich bestehen, sind mit einer weichen Beschichtung versehen, relativ samtig. Das fühlt sich dadurch dann noch deutlich hochwertiger an. Ansonsten ein ziemlich cleaner Look mit diesen schwarzen Mesh-Streifen an der Seite. Die sind wohl auch wieder austauschbar gegen alternative bunte Streifen. Wer da also etwas Akzente setzen möchte, dürfte dann hier die Möglichkeit dazu haben. Drei optische Laufwerksplätze hier vorne, darunter dann Platz für Lüfter. Konkret sitzt hier schon ein 120 mm Lüfter. Hinter der Front ein zweiter, kann auch nachgerüstet werden. Ein weiterer vormontierter Lüfter ist hier an der Rückwand zu finden. Und auch das ist ein 120 mm Modell. Das deutet schon darauf hin, dass sich zumindest in Bezug auf das Kühlsystem relativ wenig getan hat. Bitfinex setzt also hier doch auf 120 mm Lüfter. Außer im Deckel, da kann man auch 240er montieren, aber das war schon beim Shinobi so. Das heißt also, wir stagnieren da beim Kühlsystem etwas, hätte man sich vielleicht doch gewünscht, dass hier auch 140 mm Lüfter hinter der Front oder an der Rückwand Platz finden. Das wäre durchaus zeitgemäß. Zeitgemäß ist jetzt allerdings das I/O-Panel. Da haben wir zwei USB 3.0 Ports neben den beiden normalen USB 2.0 Ports und natürlich auch die Audiobuchsen. Das ist durchaus passend. Die wichtigsten Veränderungen, die gibt es aber ganz klar im Innenraum. Das ist zum einen hier diese sogenannte Stealth-Blende. Das ist einfach ein Blech letzten Endes, das hier im Gehäuse rangeschraubt wird, mit so einer Wabenstruktur versehen. Und diese Blende verdeckt dann im Prinzip alle Bereiche in den Kabelsträngen langlaufen. Das heißt also hier unten, das Netzteil wird verdeckt und der komplette Laufwerksschacht. Das ist also ein optisches Gimmick. Alternativ hätte man natürlich auch einfach das Window kleiner machen können. Aber so hat der Kunde halt die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden, okay, will ich nur das Areal sichtbar machen oder möchte ich im Prinzip den kompletten Ausschnitt dann einsehen können. Dann nehme ich halt die Stealth-Blende einfach raus. An der Rückwand dann noch hier zwei etwas eng geratene Durchführungen für Schläuche und natürlich genug Erweiterungskartenslots für ATX-Mainboards. Alternativ lassen sich auch Micro-ATX und Mini-ATX-Mainboards verbauen. Die Seitenteile von Rändelschrauben gehalten, so wie es Standard ist. Hier dann also das Window. Das Seitenteil selbst wirkt jetzt erstmal hinreichend robust für die Preisklasse. Der Verkaufspreis soll ja etwa bei 80 Euro liegen. Und hier haben wir dann diese Blende montiert. Das ist also offenbar auch Kunststoff, also doch kein Blech, wie ich erst dachte auf den ersten Blick. Ein etwas leicht glänzender Kunststoff mit eben dieser Wabenstruktur. Dahinter dann der Innenraum. Und ich werde jetzt, bevor ich das Video fortsetze, wohl erstmal diese Blende entfernen müssen.
Die wird offenbar von Kunststoffnasen an ihrem Platz gehalten, so ähnlich wie man das oft hinter der Front auch hat. Die müssen dann einfach zusammengedrückt werden. Und dann kann man das hier rausbasteln. Hier vorne hält es gerade noch. Ah ja, wunderbar. Hier also nochmal die Blende separat. Und dann auf der Rückseite eben diese Kunststoffnasen. Die wirken schon bei den Fronten immer nicht besonders robust. Also da muss man sicher etwas vorsichtig mit umgehen. Aber das ist ja nun auch kein Teil, das man andauernd ein- und ausbaut. Ja, und nachdem wir diese Blende jetzt entnommen haben, sehen wir dann auch, was die wesentlichen Veränderungen eigentlich sind. Die gibt es hier im Laufwerksschacht. Wer das Shinobi vor Augen hat, da gab es nur einen durchgehenden Schacht mit einem festen Steg für die Montage der Festplatten. Hier haben wir jetzt zwei separate Käfige mit jeweils drei Laufwerksplätzen. Das sind zwar zwei Festplattenplätze weniger als beim Shinobi, dafür können wir aber den oberen Käfig entfernen, einfach durch Zusammendrücken dieser Kunststoffnasen, und haben dann die Möglichkeit, überlange Grafikkarten unterzubringen. Das ist also durchaus deutlich zeitgemäßer als die bisherige Lösung. Auch die Montage der Festplatten in diesen Laufwerksschubladen bringt Vorteile mit sich. Vor allem können wir jetzt endlich 2,5 Zoll Laufwerke hier nutzen. Die werden dann einfach verschraubt, 3,5 Zoll Festplatten eingeklemmt. Für die gibt es auch kleine Gummiringe zur Entkopplung. Das ist also ja einfach die Lösung, die sich momentan so als Standard auch etabliert hat. Im oberen Bereich eine werkzeuglose Montage für die optischen Laufwerke in Form dieser Kunststoffverschlüsse hier. Das Zubehör baumelt noch, da gibt es offenbar auch einen Adapter für ein externes 3,5 Zoll Laufwerk. Das ist immer ganz gerne gesehen, wird mittlerweile auch von vielen Herstellern vernachlässigt, aber wer halt dann doch noch eine 3,5 Zoll Lüftersteuerung oder dergleichen nutzen möchte, der freut sich natürlich, wenn der Adapter gleich beiliegt. Dann haben wir hier natürlich den Mainboard Tray mit einigen, aber nicht sehr vielen Aussparungen für das Kabelmanagement und auch für die Montage des Prozessorkühlers. Der Abstand scheint auf den ersten Blick ganz passabel zu sein, hinten zum nächsten Seitenteil. Das macht einen soliden Eindruck. Werkzeuglose Montage gibt es nicht nur bei den Laufwerken, sondern auch hier drüben für die Erweiterungskarten. Da einfach per Rändel schrauben. Also ja, einfach sinnvolle Montagemechanismen insgesamt. Der Innenraum damit doch deutlich praktikabler als beim Shinobi. Hier mit der Anpassung auch an die Langerweiterungskarten. Das ist einfach wesentlich zeitgemäßer als die bisherige Lösung. Und die Blende, die neu dazugekommen ist, die Stealth-Blende, die mag man sicher dann einfach mehr als kleines Gadget abtun. Aber für den einen oder anderen Nutzer ist das vielleicht auch ganz interessant. Im Boden hier ein Staubfilter, der lässt sich etwas unpraktisch abnehmen, nicht einfach nur herausnehmen. Der hängt magnetisch fest und wird dann aber von den Füßen blockiert. Das heißt, wir müssen einfach das Gehäuse dann umkippen und können den Staubfilter entnehmen. Hinter der Front haben wir sicher auch einen. Da ist aber dasselbe Problem wie bei der Stealth-Blende. Diese Kunststoffnasen, die erst zusammengedrückt werden müssen. Und dann lässt sich das abziehen und warten. Ja, insgesamt eine sicher soweit überzeugende Aktualisierung des Bitfinex Erfolgsmodells. Im Detail hätten wir uns gerade bei den Lüftern noch einen kleinen Fortschritt gewünscht, also doch eben den Schritt hin zu 140 mm Modellen. Das wäre schon wünschenswert. Aber die Innenraumgestaltung ist so einfach zeitgemäßer als bisher. Auch jetzt von der Haptik und der Verarbeitungsqualität her macht das einen ganz ordentlichen Eindruck. Was dann Messwerte und dergleichen angeht, die werden wir natürlich für unseren Testbericht erfassen und dann auch in Kürze auf hardwarelux.de den ausführlichen Test für das neue Bitfinex Ronin online stellen.